Ja, hallo meine lieben YouTube-Freunde, liebe YouTube-Abonnenten und Zuschauer. Wie ihr seht, bin ich wieder bei euch. Mir geht es auch wieder einigermaßen gut. Und ja, ich habe bestimmt den einen oder anderen Schreck, Schock gespürt, dass ihr euch gewundert habt, dass ich nicht mehr da war und die alten Videos nicht mehr haben wollte. Das liegt daran, die alten Videos, die gefielen mir nicht so gut teilweise und da waren einige Themen drin, die ja schon uralt sind, wie meine Hauls, die leider nicht vorhanden sind mehr, dass ich die neu kaufen sollte. Und oder wenn ich jetzt NEs mal vorgestellt habe oder andere Themen, die sind dann halt nicht aktuell und deswegen lösche ich die. Es kann vielleicht mal sein, dass ich die ein oder anderen Videos lösche, die dann halt ältere Themen haben, die dann halt nicht mehr aktuell sind. Und ja, ich habe dieses Video mit meinem PC-Cam gemacht, weil ich dachte mir, für ein Hallo und ich bin wieder zurück, brauche ich keinen Camcorder. Deswegen dachte ich mir, dass die Qualität so gut ausreicht, dass ich auch mit dem PC-Cam das machen kann. Webcam, so. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass ich die Zeit dafür genutzt habe, dass ich mich ein bisschen erholen konnte und dass ich einiges darüber nachdenke. Und ja, ihr kennt das ja, dass die das Videos machen, ist auch teilweise ziemlich anstrengend und es macht mir Spaß, immer noch. Ich werde einige Videos, die ich dann mir so ausgedacht habe, werde ich auch vordrehen, dass ihr auch wieder Material habt zum Gucken. Ja, und ich hatte noch Projekte gehabt, die ich machen wollte. Und zwar so eine Art Handarbeitsprojekt. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Beziehungsweise alles, was ich mal an Handarbeiten gemacht habe, wollte ich euch vorstellen. So, dass ihr zum Beispiel eine kreative Inspiration habt, wie ihr was zum Beispiel aufhängen könnt, wie ihr was aufbewahren könnt. Ihr habt das bestimmt bei einigen Videos bei mir gesehen, dass ich so ein kreativer Mensch bin und ich wollte dieses Projekt halt ein bisschen weiterführen. Und dann, ja, wie gesagt, ich bin wieder da und mir geht's auch wieder gut. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass ich einige Zeit Auszeit brauchte. Also ich hatte ja einen Videoschnitt gemacht, wo steht Pause mit Ungewissheit. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann jetzt wieder weitermachen. Und ich hoffe, dass es euch freut, dass ich das machen kann. Die nächsten Videos werden auftauchen, wie gesagt, in meinem Projekt. Dann wollte ich ja eine Frühlings- und Sommerserie starten. Das werde ich vorbereiten. Dann wollte ich einige Reviews nachholen und einige Hauls. Werde ich auch machen, die zwar älter sind, aber trotzdem noch aktuell. Und ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann freue ich mich einfach, dass ihr unten unter mir schreibt. Und meine Lieben, ich freue mich auch, dass ich trotz der etwas längeren Abwesenheit, obwohl ich da eigentlich versprochen habe, dass ich regelmäßig Videos mache, dass ihr bei mir geblieben seid und dass ihr meine Abonnenten geblieben seid, dass ihr meine Zuschauer geblieben seid, so, sorry, bin ein bisschen aufgeregt, dass ihr meine YouTube-Freunde seid, also wenn ich hier unten drunter immer sehe, dass einige trotzdem dabei bleiben. Und, ja,
wie gesagt, ich freue mich halt, dass ich wieder bei euch bin und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass ich die Zeit gebraucht habe, um mich zu erholen, darüber nachzudenken, ob ich da auch weitermache, weil ich hatte auch, was ich euch auch noch erzählen wollte, auch mir so nachgedacht, weil YouTube ist halt ein öffentlicher Raum. Jeder kann das sehen, jeder kann es hören, jeder sieht, welche Themen ich mit meinen Camcorder drehe. Und es kann immer passieren, dass ihr entdeckt werdet. Das kann jedem passieren. Mir ist das noch nicht passiert im Moment, aber es kann passieren. Und ja, ich möchte mich nicht in der Öffentlichkeit, wichtig tun, sondern mir macht es halt Spaß, diesem Hobby nachzugehen. Ich habe ja seit einiger Zeit YouTube entdeckt und habe auch sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt Videos machen möchte. Und ich habe dann meinen ersten Kanal gehabt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das auch Miss Globales war oder nur Miss Global oder so ähnlich. Aber da hatte ich ja meine Themen anscheinend nicht gut aufgebaut oder die Leute mochten mich nicht. Aber seitdem ich jetzt diesen Kanal aufgebaut habe, mit verschiedenen Themen, findet ihr das offensichtlich gut, dass ich solche Themen mache. Ich weiß, dass auch so ganz lange auch immer Beauty und alles auftauchen. Ich wollte ja eigentlich einen Kanal machen, wo ich verschiedene Themen mache. Ich versuche mit Beauty, ich versuche auch Themen zu bearbeiten, die im Alltag passieren. Oder ich mache mal Vlogs, so eine Art Tagebuch, Videotagebuch, was so ein kleiner Laber-Rhabarber-Vlog. Oder was so auf der Welt passiert mit Politik oder irgendwas anderes, was euch interessieren könnte, welche News ihr gesehen habt und was ich darüber denke, könnt ihr mich auch immer fragen, wenn ich das natürlich zufällig gesehen habe. Und ich bin einfach nur froh, ich konnte nicht ohne YouTube irgendwie, deswegen habe ich auch dieses Video den Thema gewidmet, ein Wiedersehen mit Miss Globales. Ich weiß nicht, irgendwie seitdem ich YouTube kenne, Videos gemacht habe, vermisse ich das irgendwie. Und aber die Auszeit hat mir wirklich, wirklich gut getan. Und ich hoffe, ihr hattet dafür Verständnis und habt dann Geduld gehabt, dass Videos kommen und was kann ich denn noch sagen? Wenn ihr nochmal Videos haben wollt, die ich gelöscht habe, dass ihr die gerne aktualisiert haben möchtet, dann würde ich euch bitten, dass ihr mir hier unter dem Video schreibt, mach mal nochmal eine Roomtour oder mach nochmal deine Schminksammlung oder deine anderen Dinge, die du mal gemacht hast, oder Tags. Wenn ihr gerne Tags veröffentlicht habt, dann könnt ihr mir ja mal sagen, welche Tags ich machen kann. Dann schreibe ich euch natürlich zurück, ob ich es machen kann. Und ich habe auch überlegt, auch so einen Tag zu kreieren, aber mir fällt nicht so sonderlich etwas ein. Ich inspiriere mich halt bei den Videos, was ihr macht an Tags. Vielleicht klaue ich da vielleicht ein paar Fragen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, einen eigenen Tag zu kreieren. Wenn ihr Ideen habt, welche Tags ich kreieren kann, oder wenn ihr mich einladen wollt, oder empfehlt mir einen Tag, oder, dann freue ich mich halt auf eine Einladung. Und ja, ich habe schon fast über 10 Minuten gelabert. Ich hoffe, dass dieses Video einen oder anderen was bringt, beziehungsweise dass dieses Video
meine Abwesenheit entschuldigt und dass ich in aller Form mich bei euch entschuldige, dass ich euch einige Wochen im Stich gelassen habe. Und ich hoffe, ihr seid nicht böse drum, wie gesagt. Ich wiederhole mich zwar ein bisschen, aber ich bin so aufgeregt. Ja, wie gesagt, wenn ihr was habt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, einfach mal drunter posten und ja, dann freut euch auf neue Videos und ich werde einige Videos jetzt vorbereiten, so peu à peu, dass ihr auch wieder Material habt zum Gucken, dass ihr wieder Input habt und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und dicke Küsse für alle, die meine Entschuldigung annehmen wollen. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald.